Wie nach jedem Update fange ich wieder mal mit den Leaks an, mit den Leaks zum Item Shop. Und ich hoffe, ihr freut euch darauf. Wenn ihr euch freut, lasst gerne ein Like da, Abo und Glocke aktivieren. Nicht vergessen, wenn ihr nichts weiteres zu Fortnite Albträume 2021 verpassen möchtet, dem großen Halloween-Event, was jedes Jahr im Oktober passiert. Aber gestern oder heute Nacht um 1 Uhr ist auch was weiteres passiert. Und zwar der goldene Würfel schwebt nun über die Mitte oder ist in der Mitte angekommen und schwebt. Wozu das führen soll, keine Ahnung, wird sehr wahrscheinlich was mit der kommenden Würfelstadt was zu tun haben. Ich denke mal, die Würfelstadt sollte auch mit dem nächsten Update rauskommen am 19.10., also nächste Woche Dienstag. Und das sollte auch eine Art Ruf zu allen anderen Würfeln sein, die sich aktuell an diesen Positionen befinden, wie ihr bei der Map das sehen könnt. Und die werden auch zu derselben Zeit, wie der goldene Würfel sein Ziel erreicht hat, auch die Mitte erreichen. Also die werden alle nächste Woche um 22.20 Uhr am 19. Oktober die Mitte erreichen und denke ich mal auch dann die Würfelstadt produzieren. Da auch am selben Tag, am 19.10., wie gesagt, das Update ist. Und tatsächlich ist das nicht sein letzter Move gewesen, sondern sein letzter Move war seine 278. Bewegung. Nach 278 Bewegungen oder Rollen, was auch immer, hat er sein Ziel erreicht und zwar eigentlich hier vorne. Also eigentlich hat er hier vorne gestoppt, aber bei der 279. Bewegung und zwar circa, wie gesagt, um 1 Uhr nachts, hat er sich einfach zur Mitte teleportiert. Ace live, also in-game, wenn ihr da in der zur richtigen Zeit in-game wart, einfach verschwunden und dann ist er wieder in der Mitte aufgetaucht, also hat sich teleportiert und ist seitdem am Fliegen hier. Ich denke mal, das wird er eine Woche lang tun, bis die Würfelstadt, denke ich mal, am Ende des Season vielleicht kaputt geht oder sonst was damit passiert. Alle haben das mitbekommen, aber seit gestern ist auch der Fortnite Albträume 2021 Hintergrund aktiviert worden. Das heißt, wir werden im Laufe vom Oktober, also bis das Fortnite Albträume Event vorbei ist, diesen Hintergrund sehen. Ja, wir sehen einfach nur den Sturm, passt halt farblich zu dem Sturm, zu den Würfelmonstern oder allgemein zu den Würfeln. Wir haben aber auch eines der ikonischsten Spitzhacken in Fortnite überhaupt zurückbekommen, und zwar Schnitter oder die Sense, wie es viele kennen. Danach ist auch Großmaul mit einem neuen Stil wieder zurück, und zwar mit dem giftigen. Auch sein Rückenaccessoire hat diesen giftigen Stil bekommen, aber der ist nicht rot, sondern die sind einfach blau. Also seine Frösche hier, keine Ahnung, passt einfach farblich nicht. Aber auch die Spitzhacke hat diesen giftigen oder roten Stil bekommen, wie ihr es gerade seht. Das könnt ihr euch jetzt wieder gönnen. Ansonsten haben wir jetzt nicht unbedingt einen Halloween-Shop, aber die meisten Sachen sind noch gleich geblieben. Wenn ihr euch was holt, Freunde, auch im Oktober oder allgemein im Laufe vom Fortnite Albträume 2021, tragt doch im Item-Shop meinen Creator-Code LightSky10 ein. Dankeschön für den Support. Aber ich blende schon mal apropos Styles alle Stile ein, die Besitzer von diesen Skins gestern nach dem Update kostenlos oben drauf bekommen haben. Logischerweise werden diese Skins im Laufe von Oktober in den Itemshop zurückkommen mit diesen neuen Stilen. Epic Games bringt ja nicht umsonst diese neuen Stile in den Shop, wobei die Spitzhacke, die ihr gerade seht, ein extra Stil für eine neue Spitzhacke ist. Also das ist keine alte, das ist eine komplett neue, zu denen ich gleich nochmal kommen werde. Und dann nochmal wollte ich was zum Sturm sagen, und zwar, wir sprechen heute nicht mehr über die Skin-Leaks, sondern auch über einige Secrets, die man gestern beim Update nicht beachtet hat, aber der Sturm hat sich verändert, und zwar macht er jetzt im Allgemeinen mehr Schaden, und zwar zum Beispiel in der ersten Zone, also wenn sich das erste Auge des Sturms zieht, oder wenn die erste Zone da ist, macht der Sturm anstatt einen Schaden, zwei Schaden, in der zweiten Zone oder in der dritten Zone macht es drei Schaden anstatt zwei und so weiter, also es macht jetzt mehr Schaden an Spielern und allgemein Wildtieren oder NPCs, Bots, was auch immer. Es ist jetzt krass, warum, also ich finde es sehr komisch. Ich fand allgemein die alte Regel oder das alte System, dass es erstmal einen Schaden, danach zwei, danach vier Schaden gegeben hat, viel besser. Aber trotzdem wollte ich das mal erwähnen, damit ihr euch nicht wundert, dass ihr so schnell stirbt, während ihr in der Zone seid oder im Sturm. Auch die Aufträge der täglichen Stempelkarte wurden verbessert. Und zwar geben die davor oder haben davor 30.000 Erfahrungspunkte gegeben pro Auftrag, aber geben jetzt pro Auftrag 45.000 Erfahrungspunkte. Das heißt, ihr könnt mit zwei Aufträgen nur ein ganzes Level leveln. Patch Notes erwähnt worden, aber es gibt jetzt eine neue Funktion, aktuell nur bei einer Region, und zwar in Nordamerika Osten. Dort gibt es ab jetzt die neue Option, bei fremden oder aufgefüllten Teams nach einem beendeten Match direkt weiterzuspielen. Diese Option nennt sich beim Team bleiben.
Diese Funktion wird auch für alle anderen Regionen in Zukunft verfügbar gemacht. Wann kann man aktuell nicht sagen, aber ich erkläre es euch mal noch genauer. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel alleine spielt und dann Duo, Trio oder Team mit Leuten spielen möchtet, die ihr gar nicht kennt, also einfach auf Option auffüllen drückt, dann spielt ihr wie gesagt mit fremden Leuten, habt ein bisschen Spaß und wenn eine Runde mit diesen Leuten beendet wurde, könnt ihr direkt weiterspielen. Dann müsst ihr einfach nur auf beim Team bleiben. Das könnt ihr dann auch bei Europa oder bei allen anderen Regionen, wie gesagt, bald erwarten. Das aktuelle Datum ist noch nicht bekannt. Und anscheinend sind die Jumpscare-Zombies aus 2019 wieder zurück. Die spawnen in verschiedenen Objekten. Es ist wirklich egal, ob das ein Traktor ist, ob das ein Heuhaufen ist, ob das ein Busch ist, ob das diese Fahrzeuge hier sind, was auch immer. Es können auch die Boxen hier sein. Die spawnen in jedem Objekt. Aber die sind zurück und haben dieses Jahr nur eine 50%ige Chance, weshalb man die wirklich nur selten sieht. Und die greifen euch an wie ganz normale NPCs. Die droppen auch ein bisschen Munition und ein paar Waffen, wollte ich nochmal erwähnen. Aber tatsächlich sind die aktuell ein bisschen verbuggt und könnten erst nächste Woche aktiviert werden. Das kann ich aber aktuell noch nicht, wie gesagt, bestätigen. Müssen wir nochmal nächste Woche schauen und dort werde ich euch auch mal informieren. So, jetzt kommen wir zu den Skin-Leaks oder zu den Leaks im Itemshop. Erstmal blende ich euch alle geupdateten und für den Itemshop bereitgestellten Items ein, die mit Version 18.20, also mit dem neuesten Update, dazugekommen sind. Ihr seht hier auch die neuesten Pakete, die ich jetzt auch nochmal ansprechen werde. Wir haben unterschiedliche Spind-Pakete, also wir haben zwei Spind-Pakete, die Creators sind noch bisher unbekannt, aber dann gibt es noch zwei Pakete zu einem neuen Set und zu einem, zwei neue Sets zu neuen Skins vor allem. Die werden dann auch mit ihren passenden Items in den Itemshop kommen, zu einem reduzierten Preis für alle Spieler. Das ist, denke ich mal, auch besser. Zudem haben die Monopoly-Rücken-Accessoires, die bald in den Itemshop kommen werden, neue, besondere und eigene Itemshop-Bilder erhalten, die man halt sehen wird, wenn die im Itemshop sind. Ist jetzt, denke ich mal, nichts Besonderes, aber passt einfach zum Franchise. Und als nächstes wurde, guck mal, Toxic, deswegen kommt erstmal eine Granatenbombe. Genau. So, und auch das Schädeleinheitspaket wird im Laufe vom Oktober wieder in den Itemshop kommen. Weil es auch geupdatet wurde. Jetzt können wir endlich zu den neuen Skins kommen, Freunde. Und ich würde sagen, wir fangen auch mit einem neuen Paket an. Und zwar mit einem neuen V-Bucks-Herausforderungspaket, der zu Drift Walker gehört. Oder zu Drift Walker. Und der wird am 19.10. in den Itemshop kommen. Das wird ein eigenes Paket sein. In diesem Paket haben wir einmal Drift Walker, wie gesagt, diesen neuen Skin mit zwei weiteren Stilen, die mega eklig aussehen, weil das, wie gesagt, eine neue Vampir-Version ist von ihm. Dann hat er auch ein weiteres Rückenaccessoire, eine Spitzhacke und einen Hängegleiter. In diesem Paket gibt es auch noch Herausforderungen, die man dann abschließen kann, um 2000 V-Bucks zurückzubekommen. Der Preis sollte zwischen 14,99 € und 15,99 € liegen. Aktuell kann man das noch nicht sagen, außer dass man das Datum weiß, wie gesagt. Dann werden wir einen ägyptischen neuen Rabenstil bekommen, also einen komplett neuen Skin, aber es ist halt sehr, ähnelt halt sehr zum Rabenskin, den wir in Fortnite haben. Und der wird auch zwei unterschiedliche Varianten haben, wo man einmal die Kopfbedeckung abnehmen kann oder wo man die draufpacken kann. Er hat auch ein weiteres Rückenaccessoire, eine Spitzhacke und noch einen Hängegleiter. Der wird dann, wie gesagt, auch in einem Paket in den Itemshop kommen, wie schon vorhin eingeblendet. Als nächstes haben wir einen Grisabelle-Stil, genauso wird er genannt. Und zwar ist es eine Halloween-Version von Isabelle. Von dem, das ist der Skin von dem Konzeptersteller auf Twitter, nennt sich Danny. Der wird jetzt auch für seinen Skin eine neue Version bekommen. Logischerweise wird er auch noch eine und noch ein passendes Rückenaccessoire haben mit zwei unterschiedlichen Stilen, einmal pink und grün. Dann bekommen wir auch noch Gummibär-Fischstäbchen oder Gummibärchen-Fischstäbchen, Gummifischstäbchen, was auch immer. Wird einfach nur eine neue Version sein, also ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, aber bei dem hat man drei unterschiedliche Stile, wo man den Ober- oder den Unterkörper farblich anpassen kann. Er wird noch ein eigenes Rückenaccessoire und noch eine eigene Spitzhacke haben. Dann würde ich jetzt sagen, oh, da vorne ist er. Ich sehe den gar nicht. Als nächstes haben wir wieder mal einen Gothic-Skin, nicht mein Geschmack, nennt sich aber Jet, blaue Seltenheitsstufe und hat noch ein weiteres Rückenaccessoire als auch eine Spitzhacke. Wie gesagt, für mich nichts Besonderes, hat auch keine weiteren Stile, also ich würde sagen, machen wir einfach weiter mit dem nächsten. Dann gibt es neue Skins, die wirklich extrem krass anpassbar sind. Das werden irgendwelche Tarnungsskins sein, die vorher schon geleakt wurden, also deren Namen. Wir haben einmal die weibliche Version, nennt sich Mascara. Dort kann man einmal die Maske, die Muster und die Farben der Accessoires, als auch die allgemeine Farbe des Outfits.
Outfits verändern. Also sehr anpassbar, blaue Seltenheitsstufe, und ich finde diese Skins sehr, sehr, sehr interessant, weil man die, wie gesagt, komplett individualisieren kann oder selber anpassen kann. Und dazu gibt es auch noch eine männliche Version, nennt sich Schlotterstreiter. Auch nichts Besonderes, einfach nur eine männliche Version. Man sieht auch ein bisschen halt den körperlichen Unterschied, aber auch andere Stiloptionen mit den Masken, mit dem Muster und den Farben. Dann haben wir, logischerweise haben wir auch noch passende Items, also ein Rückenaccessoire und noch eine Spitzhacke. Die werden auch in einem Paket in den Itemshop kommen. Jetzt kommen wir zu den Einzelheiten, Freunde. Ich denke mal, das sollte viele interessieren, weil unter anderem gibt es 5 Items, die wir bei den Fortnite-Albträume-Herausforderungen, die bald ins Spiel kommen werden, kostenlos bekommen können. Könnten, weil ich bin mir halt nicht sicher, aber trotzdem steht es in den Dateien so, mit dem Codenamen Event, Fortnite, Albträume und so weiter. Also, wie gesagt, die Kleinigkeiten, wir haben einmal ein Rückenaccessoire, was in den Dateien als Event Fortnite März 2021 markiert wurde, weshalb es auch unter anderem zu den kostenlosen Belohnungen zählt, nennt sich Hirnsaft, und er wird auch unterschiedliche Reaktionen, also unterschiedliche Gesichter haben. Wir haben auch ein Control, was zu den Event Fortnite März dazugehört, also zu den Belohnungen. Dann eine weitere Lackierung, nennt sich Geflügel, den nämlich ein bisschen an Batmans Schema, also ein bisschen an seine Farben, wegen den Fledermäusen vor allem. Dann gibt es eine neue Spitzhacke, die nennt sich Allwetter Extraktor. Das könnte auch zu den kostenlosen Belohnungen dazugehören, ich kann es aber nicht versprechen. Der wird anscheinend sogar noch einen weiteren Stil haben. Ansonsten werden wir auch anscheinend eine, was heißt anscheinend, also wir haben noch ein weiteres Emoticon, nennt sich GG, gut gespukt. Ein weiteres Spray nennt sich auf Rache aus, Kreischkritzelei, ein weiteres Spray. Danach Laborexperte, das gehört, das können Rettet die Weltspieler freischalten, wenn sie das neue Laborgruft-Event abschließen, also ganz normal. Im höchsten Schwierigkeitsgrad. Danach haben wir ein weiteres Spray, nennt sich monströses Beutelama. Danach haben wir Rabes Fluch. Und noch ein weiteres Spray zu eines der Universal Monster, könnte zum Mumien Skin dazu gehören. Und dann gibt es noch 2 weitere Lackierungen, einmal markiert und ultrasauer. Markiert ist irgendwie mit Charakteren bemalt, kann es jetzt leider nicht sehen wegen der Qualität. Ich hoffe mal, dass ich eine höhere und bessere Qualität euch einblenden kann von dieser Lackierung. Und dann gibt es noch ultrasauer, passt denke ich mal zu Gummifischstäbchen, wegen den Farben, also gelb, blau und rot. Dann zusätzlich gibt es noch 2 weitere Ladebildschirme, einmal für Fortnite Crew-Mitglieder, können das bald bekommen, aktuell weiß man nicht wie, aber das gehört zu den neuen Stilen der Fortnite Crew-Skins vom September, Oktober und November. Es gibt noch einen weiteren Ladebildschirm, der aber sogar einen neuen Skin zeigt, den wir noch nicht geleakt bekommen haben oder der noch nicht geleakt wurde. Das ist ein neuer Vampir-Skin, ein weiblicher Vampir-Skin, der auch bei eines der Umfragen dabei war. Ich hoffe mal, dass ich ein Bild einblenden kann, damit ihr euch vorstellen könnt, wie der dann ungefähr in-game aussehen könnte. Aber erinnert mich sehr stark an den Skin aus dem Season 6 Battle Pass von Chapter 1. Nichtsdestotrotz, Freunde, das war's mit den Leaks. Es gibt noch ein Banner, was Rettet die Weltspieler auch freischalten können, wenn sie das Laborgruft-Event abschließen. Ich habe ein paar Sachen vergessen, und zwar wurde jetzt das Minz-Legenden-Paket geleakt. Wir wussten schon vorher sowas, aber das ist jetzt fertig in den Dateien, weil es am 2. November online kommen wird. Also man kann es online kaufen, egal in welchem Store oder auch natürlich in den Einzelhändlern wie Mediamarkt oder sonst was. Der Preis beträgt 29,99 €. In diesem Paket haben wir 3 Skins, 3 Spitzhacken, 3 Rückenaccessoires und noch eine Lackierung. Ich blende euch mal die einzelnen Items ein, die geleakt wurden. Ich finde das jetzt nicht so besonders, aber viele werden sich dafür freuen, denke ich mal. Da gibt es noch einen weiteren Hängegleiter, den ich nicht erwähnt habe. Der könnte auch zu den kostenlosen Belohnungen dazugehören. Nennt sich Cube irgendwas, also irgendwas mit den Würfeln. Sieht mega cool aus in meinen Augen und eines der besten Belohnungen, wenn es wirklich kostenlos ist. Und bei den Kreativmodus-Patch-Notes seit dem Update haben die ein Bild gepostet mit den neuen Skins, aber eines der neuen Skins hat ein Rückenaccessoire, was wir noch nicht im Spiel haben. Also natürlich haben wir das im Spiel, aber nicht in diesem Stil, also mit diesem Skull, mit diesem Schädelstil, mit diesem Skulltrooper-ähnlichen Stil. Deswegen, weil es auch Ariana Grandes Rückenaccessoire ist, könnte es entweder eine neue Version von Ariana Grandes Rückenaccessoire sein oder es wird ein komplett neues Rückenaccessoire sein, weil ich denke mal nicht, dass sie eine zweite Kooperation mit Ariana Grande direkt hintereinander machen möchten, aber wollte ich nochmal hier vollständigkeitshalber erwähnen. Es gibt auch noch ein weiteres Rückenaccessoire in den Dateien, was aber zu keinem Skin aktuell dazugehört. Könnte vielleicht für ein NPC sein.
Wir haben auch 6 neue Tarotkarten bekommen, die für Skins gedacht sind, die in den nächsten Tagen in den Itemshop zurückkommen werden oder neu erscheinen werden. Auf den Rückseiten sieht man immer einen Teaser, wer das sein könnte. Und dann, wenn die im Itemshop sind, werden diese Karten umgedreht. Ihr kennt das ganze System. In dieser Woche, also in Woche 2, das geht bis zum 19. Oktober, haben wir 6 Stück. Die erste wurde bereits umgedreht, weil Ghost Maul mit dem neuen Stil wieder zurück ist. Die zweite Karte wird zu Skull Trooper dazu gehören, weil er auch einen goldenen Stil bekommen hat. Dann diese Masken-Skins oder diese Tarnungsskins, die unzählige Stiloptionen haben. Wir haben auch eine Karte, das ist die dritte. Danach bekommt Gummifischstäbchen auch eine Karte, das ist die vierte. Die vorletzte Karte wird eine neue Kooperation sein mit Kavs oder K-A-W-S. Ich denke mal, es sollte eine Abkürzung sein oder sonst was. Ist ein amerikanischer Künstler, der halt Charaktere erstellt in diesem Stil. Und eines davon werden wir anscheinend bald im Spiel bekommen. Ist nichts Besonderes, aber viele kennen das wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht. Und die letzte Karte gehört zu dem Drift Walker, der mit seinem eigenen V-Bucks Herausforderungspaket, wie schon erwähnt, am 19.10. in den Itemshop kommen wird. Aber im Großen und Ganzen war's das. Ich hoffe mal, dass ich euch unterhalten und ein bisschen informieren konnte, was jetzt als nächstes in den Itemshop kommt. Was sagt ihr dazu, Freunde? Checkt gerne das letzte Video ab, um all die Neuigkeiten zu dem neuesten Update zu erfahren oder was sich allgemein in Fortnite verändert hat. Morgen kommt nochmal ein weiteres Video online zu allen Leaks. Also nicht zu den Itemshop-Leaks, sondern zu den Leaks, was ich jetzt in Game tun wird, nicht nur im Itemshop. Jetzt würde ich mich aber auch verabschieden. Über ein Abo würde ich mich freuen, Freunde. Lasst gerne ein Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Haut rein.